Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's... Na, es ist eigentlich kein Let's Play Minecraft Timolia, sondern heute machen wir ein bisschen was anders. Wir sind zwar hier auf Timolia und der ein oder andere könnte es durchaus erkennen, wo wir gerade sind. Wir sind gerade beim Homodomodon, also beim Weißbisches, und der ist aktuell im Urlaub, zumindest im Real Life. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas müssen wir doch da anstellen können. Das hier ist nicht von mir, ich glaube, das hat er selbst gesetzt, dass sein Haus ausschaut wie, naja, ein bisschen verwuchert. Aber ich habe mir überlegt, wir haben ihm doch letztens erst sein komplett neues Lagersystem gebaut. Und das funktioniert alles ja auch soweit ganz gut, alles ist supi. Schauen wir mal, ob er schon, ne, er müsste mal wieder neu einsortieren. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass er zum Beispiel seine Oak Saplings, schauen wir mal kurz bei ihm, holzmäßig, das müsste eigentlich hier sein. Seht ihr, er hat wieder keinen Platz für Setzlinge gelassen. Dafür eine ganze Reihe hier für Slabs. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich habe mir gedacht, braucht er denn überhaupt die ganzen Items? Und ja, ich habe mir quasi überlegt, wir machen heute Folgendes. Wir quasi lassen seine Items verschwinden. Jetzt bin ich gerade mal am Schauen, wenn das diese Chest ist, dann müsste man das quasi so hier bauen. Und dann sollte das eigentlich klappen. Ihr könnt euch jetzt vielleicht schon mal vorstellen oder überlegen, was ich denn eigentlich vorhab. Aber man sollte es eigentlich relativ gut erkennen. Ich bin gespannt, ob er es gleich auf Anhieb erkennt. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen wegen der Decke, weil da teilweise, glaube ich, auch Elemente zugleich... Was nehmen wir denn jetzt her? Hat er nicht irgendwo hier Stein? Klauen uns einfach einen halben Stack Cleanstone. Und warum haben wir hier kein Speed? Er hat sich hier Haste eingebaut oder einbauen lassen. Speed oder Jump Boost wäre mir lieber, egal. Wir bauen quasi jetzt den mal da oben hin. Den dann da runter. Und jetzt muss ich, wie gesagt, dann bloß schauen und hoffen. Aber normalerweise, glaube ich, ist da keine Redstone-Technik. Und wenn wir jetzt eben hergehen und sagen, wir machen das Ganze dann einmal so. Zack, zack. Zack, zack, zack. Dann schaut das doch jetzt schon mal aus wie davor. Hier oben setzen wir dann einfach Glowstone-Lampen hin. Die kommen hierher. Und was haben wir hier hinten? Hier hinten hatten wir Slabs. Die kommen hierher. Genau. Und hier vorne wiederum setzen wir auch Slabs her. Und dann ziehen wir einfach... Ne, das ging hier hinten rum. Genau. Den setzen wir hier einmal weg. Dafür machen wir quasi den daher. Und dann wird das Ganze quasi hier einmal so rüber gebaut. Natürlich haben wir hier auch Item Frames da. Und die kommen hierher. Und dann bin ich mal gespannt, Leute, ob er das wirklich gleich auf Anhieb kapiert oder ob er hergeht und, wo sind meine Items? Und natürlich müssen wir auch den Boden noch ein bisschen zurückziehen, das machen wir natürlich auch noch. Einzige Problem wird wahrscheinlich hier drüben sein, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wenn wir die hier so machen. Brauchen wir überhaupt die Doppelchests? Oder können wir... jetzt hat er mir nicht die Kisten genommen, die ich gern hätte. Zack, zack. Ups. Muss man natürlich immer schauen, wie wir das jetzt am blödsten hier machen. Aber vielleicht können wir es sogar auch mit Single Chests machen. Dann sparen wir uns ein bisschen was. Das kommt natürlich dann hierher. Hier ist noch keine Redstone-Technik dahinter. Hier, glaube ich, war es aber gefährlich, oder? Ja, genau. Hier war es gefährlich. Den obersten, die Reihe darf ich nämlich nicht abbauen. Aber das macht sofern jetzt mal nichts, indem wir dann einfach... Ich muss sie fast abbauen. Ja, gut, da sehen wir dann weiter, wenn es soweit ist. Ansonsten kommen natürlich die wieder hierher, oder? Genau, im Prinzip die drei so. Die dann daher. Und so sollte das Ganze dann, glaube ich, am Ende relativ cool ausschauen. Und bin gespannt, was er dazu wieder sagen wird. Mit Sicherheit würde er sich natürlich nicht sehr darüber freuen, aber... damit kann ich quasi sagen, ich habe ihm zwei automatische Lagerräume gebaut. Sie funktionieren zwar nicht wirklich, aber ich glaube dennoch, dass es ganz witzig sein könnte. Und wie gesagt, wenn er schon das Vergnügen hat, in den Urlaub fahren zu dürfen,
dann muss ich ihm wenigstens ein bisschen einen Streich spielen. In diesem Sinne, liebe Leute, mache ich das jetzt hier erstmal soweit fertig. Wobei es eigentlich eh recht schnell geht und ich glaube, wir können das wirklich hier so schön durchziehen. Ups, mit den Kisten. Dass wir gar keine Double Chests da brauchen. Natürlich müssen wir hier auch wieder das ein bisschen nach vorne setzen, damit man es dann nicht sieht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bekommen wir das ganz gut hin. In diesem Sinne, sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, das
Das, glaube ich, ist doch durchaus ganz gut gelungen hier. Ich glaube, wenn er jetzt so nach 1,5, 2 Wochen wieder hier mal antritt, ich glaube nicht, dass er es sofort erkennt. Was wir vielleicht noch machen können, ist, dass wir ihm... Gut, hier wird er es vielleicht erkennen. Da müssen wir vielleicht irgendwie auch noch das mit nach vorne ziehen. Aber ich glaube, dass er da gar nicht mal so wirklich drauf schaut. Von dem her lassen wir das, glaube ich, da jetzt einfach mal so. Und ihr habt ja gesehen, wir haben das Ganze noch ein bisschen protected. Ein bisschen extra Obsidian schadet nie. Und von dem her glaube ich durchaus, dass das ganz witzig sein könnte. Er selber, glaube ich, spawnt ja immer hier drin. Ich glaube, hier hat er seinen Homepoint gesetzt. Was wir natürlich jetzt auch noch machen können, ist im Prinzip den ganzen Raum oder alles hier umgestalten. Sprich, dass wenn er hier rauskommt, dass er hier gar nicht in seinem Lager rauskommt, sondern dass wir ihm das Ganze hier quasi so umbauen, dass er theoretisch durch ein Labyrinth muss. Aber ich glaube, das wird dann nicht passen, weil dann wird es ihm hier schon zu viel quasi auffallen. Was ich jetzt mir letztens mal noch anschauen wollte, ist unbedingt dieses Teil hier, diese Art Weltkugel oder wie das sein soll. Das Teil will ich echt gern haben. Aber er will es einfach nicht verkaufen. Oh, und er hat ein paar Schalkerboxen abgebaut. Okay. Und diese scheiß Lianen, die sind ja mal übelst nervig. Genau. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt aber alles soweit ganz gut wieder hinbekommen. Ich habe jetzt extra von den beiden Itemframes auch noch die Items rausgenommen, weil vielleicht denkt er ja dann, dass irgendwie generell ein Item-Bug das Ganze ist, dass quasi alle Items, die er so hatte, alle weg sind. Natürlich, wenn er hier die Kiste aufmacht, dann sieht er sofort, dass da hinten Obsidian ist. Dann wird er das wahrscheinlich sich dann schon denken können. Aber Leute, es geht natürlich rein um den Fun. Und den habe zumindest ich, er nicht. Was wir jetzt noch machen könnten, ist die ganze Kiste hier ausräumen. Aber nee, da habe ich dann keinen Bock drauf. Da muss er sich schon selbst drum kümmern. Eigentlich frage ich mich, was das hier eigentlich schon wieder ist, weil jetzt geht das hier schon wieder los mit seinen Kisten sammeln. Alles einsortierbare Sachen, Wolle hier, alles, eieieiei. Vielleicht sollte ihm das ja dann mal eine Lehre sein. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier heute gefallen. Mal ein bisschen kürzer als sonst. Tut mir leid, momentan habe ich ein bisschen Zeitmangel und Timolia momentan ein bisschen schwierig, wieder guten Stuff zu finden, den wir aufnehmen können. Kurz gesagt, wir brauchen einfach dringend die 1.13. angeblich Mitte Oktober, das wäre dementsprechend in 2 Wochen. Das heißt, ein bisschen müssen wir irgendwie noch die Zeit rumbekommen. Aber ich glaube, für heute war das ein relativ cooler Prank. Schauen wir mal, wie er reagieren wird. In diesem Sinne, Leute, euer Hoden ist heute raus. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, son.